Hey, Olli, du hast echt was verpasst. Du ahnst nicht, was wir gemacht haben. Ihr hattet Gruppensex. Wir haben Fußball gespielt im Stadion. Ich weiß. Wenn ich deine Nachricht früher abgehört hätte, wäre ich noch nachgekommen. Aber nächsten Mal. So wird heute Abend wieder jede Menge Prominenz erwartet. Alles, was Rang und Namen hat, ist zu diesem Anlass nach Düsseldorf gekommen. Schauspieler und Spitzensportler, Modeschöpfer und ihre Musen, Models und Monarchen. Komm, Glotze muss doch jetzt nicht sein. Ich will das hören. Politik. Doch bevor die Prominenten und die Reichen und Schönen in wenigen Stunden hier über den roten Teppich schreiten, wird drinnen noch auf Hochtouren gearbeitet und letzte Hand an das Luxusmenü gelegt, das Sternekoch Stefan Schmitz speziell für diesen Abend kreiert. Ja und? Kreiert. Komm, mach aus, das nervt doch genau total. Was genau den Stars und Sternchen heute Abend da eigentlich noch hin? Ist doch schön, wenn wir hier alle zusammen sitzen. Es stehen über 1000 Flaschen Champagner. Jetzt, du hast Karten für diese Gala und hängst hier rum? Ja, ich dachte, wir lassen den Tag so, dass sie gemütlich ausklingen. Schluss jetzt. Ich wollte das sehen. Ja, und ich habe keinen Lust auf diesen Mist. Bist du jetzt hier der Oberbestimmer oder was? Ja, komm, wir spielen lieber was. Was spielen? Oh ja, ich weiß auch schon was. Gruppensex. Seid ihr dabei? Auf jeden Fall. Wobei? Okay, ich bin also ein real existierender Mensch und ich bin männlich. Ja. Vielleicht fragt ihr, ob er der neue Papst ist. Ich bin der neue Papst. Nein. Hey. Okay, Bella. Okay. Bin ich ein Mensch? Ja. Ja. Bin ich eine Frau? Ja. Ja. Seid ihr bescheuert? Das ist doch keine Frau. Ehrlich, ist das eine Frau? Das ist doch keine Frau. Das ist eine Frau. Nee, könnt ihr mal bitte aufhören, immer das zu sagen und auf mich zu zeigen? Das ist doch der Typ mit den langen Fingernägeln. Das, was du meinst, das ist Nosferatu. Ja, ja, das stimmt. Hey. Dann habe ich keine Ahnung, was das ist. Dann können wir bitte einfach weitermachen und zum Spiel klären. Ja. Sister, du bist immer noch dran. Bin ich noch am Leben? Nein. Und damit bist du dran. Okay, also, ich bin eine Märchenfigur und ich bin weiblich. Bin ich Schneewittchen? Ja! Und damit hast du meine kalte Pizza gewonnen. Oh, vielen Dank, das kann ich nicht annehmen. Und ich bin Tristan von Lahnstein. Ja, wow, das stimmt. Stimmt. Super! Ja, ich muss dann leider auch los. Wie jetzt schon? Ja, ich habe noch Termine, No Limits. Okay. Ist alles klar? Alles gut, ja. Ich rufe Sie später an. Okay. Ja, dann viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss. Okay, Andi, du bist dran. Dann bin ich da mal dran. Gar nicht. Was gibt's denn heute Leckeres? Ganz deutsch. Schnitzel und Bratkartoffeln. Klingt gut. Hast du sowas überhaupt schon mal gegessen? Gibt's bei euch nicht nur Trüffel und Gedöns? Ja, weißt du, normalerweise habe ich auch immer eine Dose Kaviar dabei. Die streue ich mir dann über das Essen drüber. Ja, ganz im Ernst, ich glaube, eine gute Grundlage ist genau das, was ich heute gebrauchen kann. Tristan hat nämlich gleich einen ehemaligen Treffen. Hey, das heißt, es wird heute feuchtfröhlich bei euch. Kann mir mal jemand helfen? Klar, was willst du euch machen? Die Pfanne hier, Öl rein und dann die Bratkartoffeln anbraten. Aber nimm dir lieber eine Schnitzel und Kaschpitzel. Oh, ja, das wollte ich immer schon mal sehen. Kannst du haben. Sexy. Ach, was super nicht alles, um seine Mitmenschen glücklich zu machen. Entschuldigung, ich suche Tristan von Lahnstein, aber ich fürchte, ich bin hier falsch. Nein, wieso? Das heißt, Sie kennen ihn? Das könnte man so sagen. Ich bin seine Freundin. Aha. Tristan! Hey! Hey, Benjamin, alte Hütte. Das ist mein alter Schulfreund, Benjamin Freier von Weißenstein. Hey, was machst du hier? Armenspeisung? Oder ist das so eine Art soziales Experiment, ja? Ein Adliger unter Assis, oder was? Das hast du gesagt. Es gibt Schnitzel. Wenn du Lust hast, dann kannst du mitessen. Ich warte mal draußen auf dich. Tja, tut mir leid, aber ich muss leider los. Ich schätze mal, die anderen warten schon. Okay. Also dann,
Guten Appetit. Bis später. Bis später. Der Schiri ist parteiisch. Das war vollkommen berechtigt. Er ist eh gleich hatte. Was sage ich? Gutes Timing. Ich muss mal dringend wohin. Ich gehe mal noch mal schauen. Und ich gehe Mails checken. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Tristans Schmalzlockenfreund und du, ihr wart ja wirklich so. Ich würde eher sagen, wir waren so. So ein blöder Dummbatz, echt. Mhm. Und dann diese dummen Sprüche. Hast du gesehen, er hat uns angesehen, als wären wir Kakerlaken. Und Tristan hat es noch nicht mal gemerkt. Am Sonntag ziehen vor allem über den Nordwesten. Wahrscheinlich macht er ja selbst so Sprüche, wenn er mit seinesgleichen da unterwegs ist. Quatsch, Tristan ist anders. Am Montag zunächst allgemein sonnig, später im Norden und Westen stellen wir Schauer und Gewitter. Die gibt es am Dienstag. Ach, am besten gehst du uns nur Limits und spielst da Mäuschen. Super, wie sieht das denn aus? Zudem verpasse ich dann die zweite Halbzeit. Weißt du, was ich wirklich gerne wüsste? Was? Ob Tristan vor seinen arroganten Kumpels zu mir steht oder ob es ihm peinlich ist, dass er mit einer Schreinerin zusammen ist.